Wie das Frühstück, so der Tag. Und somit beginne man vor allem Sonn- und Feiertags den Tag mit einem ausgewogenen Frühstück. Gefunden haben wir dies im Wirtshaus am See in Bregenz. Denn hier lässt sich das Frühstück ganz besonders genussvoll erleben. Jeden Sonn- und Feiertag jeweils von 9 bis 12 Uhr wird im Wirtshaus am See gefrühstückt. Von süß bis deftig ist dabei alles vertreten, was das Herz begehrt. Schattige Plätze an heißen Tagen bietet die überdachte Terrasse. Und auch bei Schlechtwetter kann aufgrund der Überdachung das Frühstück genossen werden. Und beim reichhaltigen Frühstücksbuffet ist schließlich für jeden etwas mit dabei. Als erstes schauen wir einfach darauf, dass wir viele regionale Produkte kriegen an der Hand. Von Sulzberger Honig angefangen bis Dormer Käse und Würst. Und ja, es gibt eigentlich alles. Es gibt einen selber gemachten Riebel mit Äpfelmus. Ganz speziell beim Sonntagsfrühstück die wöchentlich wechselnde Live-Musik. Die passende musikalische Umrahmung ist somit garantiert und gefällt. Was die Leute jetzt einfach auch gerne mögen, ist einfach, wenn man dann ein Stück für ein Geburtstagsfest oder sowas spielt. Das kommt gut an. Und was natürlich auch ist, was man einfach hört, ist einfach ein besonderes Ambiente am See. Hat einfach ein gemütlicher Start in den Sonntag rein. Mit Freunden und der Familie wird im Wirtshaus am See das besondere Ambiente genossen. Und die Gäste an diesem Frühstückssonntag haben ihr Lieblingsfrühstück bereits entdeckt. Auf jeden Fall, und ich muss das jetzt auf gut Vorarlbergerisch sagen, ich bin ein richtiger Süßler. Also ich brauche nicht Käse, ich brauche weder Schinken noch Eier, sondern unbedingt ein Müsli, ein kleine Marmelade und vor allem ein guter Riebel da vom Wirtshaus am See. Das ist ganz, ganz wichtig. Was muss auf dem Frühstücksteller sein? Auf jeden Fall muss dort dabei sein ein guter Kakao. Das ist mir wichtig auf dem Teller selber. Ich mag gerne Lachsbrötel, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich ins Wirtshaus komme, auf einen guten Riebel. Und er hat auch gute Rühreier oder so. Also das Spezielle der Hunde ist für mich immer der Riebel und das ist auch einer der Gründe zum Abendkochen.